Ich wollte jetzt wieder eine Band haben. Dazu suchte ich mir die besten Musiker in der Gegend. Und weil die anderen kein Englisch konnten, fing ich jetzt schon an, nach und nach für alle bekannten Hits der Beach Boys deutsche Texte zu verfassen. Hallo, ich bin Uli Weigel. Ich lese heute hier im Rockmuseum aus meinem Buch. Das heißt, Conny Kramer war kein Beach Boy. Conny Kramer war kein Beach Boy. Und eine Story hier zu Klaus Lage, den habe ich mal produziert. Klaus Lage war so ein Typ, so klein und dick, hatte eine tolle Stimme, aber sah ansonsten sehr unauffällig aus. Habe ich mit ihm die Demos gemacht und dann bin ich zu meiner Plattenfirma Hansa und die haben gesagt, was meinst du wirklich, der sieht doch überhaupt nicht aus. Okay, ich habe dann doch eine ganze LP mit ihm produziert, die hieß Die Musikmaschine. Waren sehr schöne Stücke drauf. Und ist aber nicht so doll gelaufen. Es war ja damals so, wenn man einen neuen Sänger produziert, meistens bringt er erst die dritte LP. Und ich habe gesagt, ach, ich würde gerne weitermachen mit Klaus Lage. Und da haben sie gesagt, nee, den wollen wir nicht. Okay, dann ist er zu EMI gegangen und hatte seinen großen Hit mit 1001 Nacht. Schade. Zu Juliane Werding wollte ich was sagen. Peter Meisel hat gesagt, ich habe hier eine 15-jährige Sängerin. Mit der wollte ich was aufnehmen. Und drückt mir eine Kassette in die Hand von einem Stück von Joan Baez. The Night They Drove Old Dixie Down. Das war ein patriotisches Lied von dem Krieg der Süd gegen den Nordstaaten in Amerika. Also vom Text her ganz anderes Thema. Ich habe gesagt, Peter, ich habe schon immer die Idee gehabt, schon 2 Jahre lang, ich wollte ein Anti-Drogen-Lied machen. Er sagte, okay, probier das. Dann habe ich das gemacht. Und die ganze Plattenfirma hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht, das kriegen wir doch nirgends gespielt. Hat er aber recht behalten und das wurde dann ein großer Hit. Hinterher hat Juliane dann gesagt, sie hätte das alles selbst erlebt. Stimmt natürlich nicht. Damals im Meisel Verlag Lehrling, sollte Texten lernen. Mein erster Text, der wirklich auf Platte erschien, war eine deutsche Version von The Beat Goes On. Ich habe mich bemüht mit dem Text da wirklich was draus zu machen. Dann gingen die ins Studio mit einer Sängerin namens Inga. Und als ich ein paar Wochen später die Platte gehört habe, habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Da hat die in den Versen auf dem falschen Takt angefangen und hat es konsequent bis zum Schluss durchgezogen. Das haben die nicht gemerkt. Und die Sängerin, die ist später sehr bekannt geworden, das ist Inga Rumpf. Ich denke, wenn die heute die Platte hört, ist es sehr peinlich, mir war es auch.